Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu Trine 4. Miau. Sehr schön. Hallo. Jetzt haben wir es zu dritt. Okay, los geht's. Immerhin ist Celius in einen einladenden Teil des Waldes geflohen. Ah, hübsche Abwechslung. Nach Regen und Bienen. Und die goldenen Blätter erinnern mich so schön an Gold. Ah. Wunderschön. Miau. Ist wirklich wunderschön hier. Oh, Wasser. Oh, wir kennen das Spiel. Ja gut, das ist jetzt nicht ganz so schwer. Ja. Oh. Diesmal hat es aber eine Ladebalken. Ich liebe Gärtnern. Und überblühten, wie schön das Design ist. Oh ja. Das ist ein bisschen Herbst. Ja, ein richtiger Goldblatt-Birkenhain. Wir brauchen da drüben eine Kiste, dann ein Seil von dem Haken zur Kiste. Ja. Nein, steck die Kiste in die Stacheln. Genau. Okay. Jo. Und jetzt? Wo zum Teufel soll ich es jetzt hinladen? Ah, da, genau. Da vorne, perfekt. Lass es sich aufladen. Ah, wir standen im Weg. Was? Okay. Oh. No. Cool. Magisches Wasser. Was war denn das für ein kleines Vögelchen? Ja, ist doch gar nicht mal so schlecht gelandet. Oh, ja. Wow. Miau. Moment, nein. Müsste so gehen. Ah, Moment mal. Nico! Frederico! Ja, bitte. Gucken Sie unten hin. Aha. Ja, das war's, oder? Ich glaube ja. Sieh. Oh, das ist ja cool. Die Kraft der Sonne. Oder so. Okay, Moment mal. Das nur mit Brandfallen. Ja, ah, danke. Brandfallen. Sorry. Geh weg wow, da. Wow. Ich wollte nicht auf die Kiste drauf. Geh weg da. So, wir brauchen nämlich den Sonnenstrahl. So schön. Cool. Oh ne. Nochmal. Aua! Ich bin tot. Monster-Dachse! Da hat ja jemand wirklich schräge Träume. Jemand hat ja, der Igel hat Angst vor dem Dachs. ja. Vom Igel. Die mögen sich wohl nicht. Doch, die grässlichen Kreaturen sind in meinen Garten gestürmt und verwüsten alles. Oh mein Wenn Gott. Ihr die Samen meiner geliebten Blumen rettet, könnte ich sie wieder aussehen. Warum nicht? Wir werden ohnehin auf sie stoßen, wenn wir unseren verschwundenen Prinzen suchen. Oh, vielen Dank. Okay. Das okay, machen wir. Lieber ja. Idol. Das schnupft so mit dem Näschen, gell? Mhm. Ja. Hui. Oh. Wer will? Der kommt auch irgendwann wieder, hoffentlich. Also. Hui. Oh oh. Ah. Moment mal. Also Koda bleibt schon mal hier stehen. Hier. Der Ball. Der Flummi ist von drüben rüber gekommen. Da kommt er wieder. Hier könnte die Tür aufreißen gerade. Ah ja.
Alter, dieser Flummi ist so geil. Hallo. Hurra. Alles gut? Okay, ich habe nur noch Verbesserungspunkt gerade gekommen. Okay. Das dauert leider noch. Oh. Oh, der Flummi hat den Dude getroffen. Ich bin tot, da ist direkt von mir ein Wolf. Hab dich. Danke. Ich bin fast down. Ja, die Cora war gerade wieder da. Pontius besitzt den Traumschild. Nico, du hast was Neues gelernt. Ja, ich hatte Froststampfer. Was ist das denn? Wenn Pontius vom Gegner aufstampft, erzeugt er um sich herum eine eisige Schockwelle. Okay. Ah, du kannst einfach ein Schild machen, der ja, uns... der kann dann in der Luft... Also du kannst quasi auch zwei Schilde machen. Oh. Warte mal. Kann ich den aber dann auch benutzen? Nee, ich glaube nicht. Warte. Nee, schade. Aber der kann uns beschützen, das ist gut. Und der kann wahrscheinlich Wasser umleiten und so. Oh, nanu. Ich habe ganz fest an meinen Schild gedacht. Und plötzlich habe ich noch einen. Wie interessant. Das muss eine Nebenwirkung dieser wilden Traummagie sein, die durch den Wald flutet. Nice. Cora, hast du und da hinten alles auch das hier. Ah, schau, oh. Eis. Und das Schild ist elektrisch geladen, das heißt, Gegner tun sich daran weh. Das ist auch ganz cool. Ah, Moment cool. Mal, sind wir im Dachsbau nicht bösen Igeln begegnet? Meinst du, wir pflücken vielleicht Mist. Blumen des Bösen? Ach, nur weil der Dachs von bösen Igeln träumt, heißt das nicht, dass alle Igel böse sind. Genau. Igel sind süß. Was soll denn das jetzt hier? Oh, was ist das denn? Das wollte ich nicht. Warte mal. Ah ne, alles, alles. So, ich glaube, jetzt kann man da drauf. Okay. Hui! Oh, wir bauen Pfeile. Verdammt. Gut. Danke. Ich bin daneben gesprungen. Ich gebe euch noch ein paar davon. Ich warte. Oh nein! Oh nein, Entschuldigung! Irgendwann wird er wiederkommen. Kannst du hier ziehen? Ja. Ah. Ich kann das runter machen. Dann können wir das so machen. Mhm. Nein, genau. Zieh mal hier. Nee, ich glaube, ich kann da nichts rausziehen. Bist du sicher? Doch. Ich glaube, da geht eine Höhle auf. Nee. Verdammt. Leider nicht. Nico, da ist keine Höhle. Okay, jetzt ist die Frage, wie wir Mach da hinkommen. Mach mal eine Stahlkugel, Alex. Nein, alles gut. Nee. Du kannst eine runternehmen. Nein, nein, ist. Du musst nicht. Noch auf eine draufspringen. Ja, aber die Cora kommt nicht ohne Nico. Ich helfe. Oder so rum. Guck mal, so rum. Andersrum. Andersrum, Cora, von deiner. Okay. Reicht das nicht schon? So geht's doch schon, ja. Doch. Toll, danke, Merkel. Okay, warte. Wo muss der Lichtschall denn hin? Hier unten. Gerade Ach, vor da. Mir. Okay. Warte mal. Ich gebe dir noch einen. Ja, und dann? Ah, okay. Warte. Du stehst drauf. Nein! So. Runter, meine Güte. Ach so. Ja. Das ist doof. Nee, du musst es genau umgekehrt machen, oder? Warte mal, wenn du oben den Schild machst, reicht das ja schon. Oben den Schild runter. Dieses Phantombild. Oben musst du das Schild machen, das bleibt ja in der Luft hängen. Ach so, jetzt, ja, okay. Genau. Jetzt kann ich das wegnehmen. Moment. Perfekt. Geht das weg? Nee.
gefunden. Perfekt. Ja, danke. Jo. Aua. Oma, Hund. Ist gefroren. Also, Jo und Cora. Dankeschön. Perfekt. Was ist das denn? Tja, der Klatschmohn war leicht zu finden. Zwei Blumen fehlen noch. Alter, 800. Nico? Oder so. Ja, du musst eine Kiste oben hin machen und Koda muss sich unten hin und her schwingen. Ja. Muss ich kommen? Ja. Ja. Mann. Oder brauchst du einen Flummi? Brauchst du einen Flummi? Oder brauchst du... Miau. Pass auf, dass du nicht zu weit runter schwingst, ja. Ja. Alles gut. Perfekt. Komm, ich, jetzt darf ich wieder zurück zu meinem Spielparadies. Ja, vielen Dank. Ich habe Angst, wenn du das sagst. Oh Gott. Es ist eine Flummi-Dusche. Juhu. Hui. Entschuldigung. Yay! Wuhu! Flummi! Wasser, das ist so cool, Entschuldigung. Alter, wie geil! Ich hab grad meinen Spaß. Ah, da kommt der andere! Ui! Ich weiß gar nicht mehr, wo ich bin. Ich auch nicht mehr. Okay. Au. Gut. Nico? Das war alles jetzt hingeführt. Der Nico hat Spaß. Okay, was müssen wir denn jetzt machen? Ja, das Wasser muss auf jeden Fall irgendwie darüber. Ah ja. Ich glaube, du musst in der richtigen Höhe das haben. Nee, geht. Ich kann das beim Springen nicht machen. Ah. Ich brauche hier unten Kisten, Alex. Ja. Moment. Noch eine, bitte. Ja. Und jetzt? Das reicht schon, glaube ich. Oder? Nee, doch nicht. Wir machen es doppelt, komm. Doppelt hält. Ist nicht dein Ernst, doch. Yippie! Kicks! Perfekt. Okay, tschüss. Wow! Das war Glück. Das war Können. Okay. Dann war's Können. Sollte gehen. Easy. Müssen wir nicht vielleicht runter? Wie runter? Habt ihr geguckt, ob da was war? Stacheln runter. Nur, oder? Ach, hier dazwischen, Moment. Ja. Okay. Danke fürs Nachschauen, Alex. Warte, ich guck hier auch mal nach. Ja. Wir müssen erstmal gucken, ob das klappt. Okay. Ganz kurz. Au. Ja. Okay. Hui. Da oben ist was. Okay. Eins. Zwei. Schau mal, Koda, da ist ein Haken. Den habe ich gerade freigemacht. Oh, danke. Ein Haken an der Sache. Ein Ring. Ein Haken an der Sache. Oh Mann, ich habe noch nicht mein Dutsch. Ah, ich kann das hier. Ah. Moment. Ich helfe dir. So. Yay. Und dann nicht mehr zurück oder was, Alter? Nein, nie wieder. Komm mal runter. Ja. Ah, okay. Oh, huha. Sorry. Alles gut.
Kisten weg. Ich kann. Sorry. Hab ich unten eingefroren. Wo kommen all die bösen Dachse her? Das müssen die Albträume des Igels sein. Ich schätze, der Dachs und der Igel können sich nicht besonders leiden. Ich wollte eigentlich lernen, aber ich. Ah, okay. Dein Nico wir schiebt können noch rausschieben, alles gut. Okay. Haben wir da drinnen alles? Ja, da war noch ein kleines Pinökel, das habe ich gerade. Ah, gemacht. Danke schön. Alex, schau mal da zwei Kisten drauf. Danke. Der Pilz im Hintergrund. Ah. Und das Eichhörnchen wieder. Hab's. Ja, hier oben ist. Ja, Nico. Oh, sorry, das war nicht. Ich glaube, wir müssen alle zu dritt rüber. Komm mal. Yippie. Ups. So. Ja, ich bin runtergefallen. Ja, passt perfekt. Okay. Ja, oder so, das geht sogar auch gerade. Oh. Ah, sehr schön. Moment. Hey, nett, glaube ich, danke. Perfekt. Hui. Tobi. Kioba. Perfekt. Licht. Licht von unten? Nee, das war's noch nicht. Doch, komm hoch. Wird ja auch ein Schaf. Ja. Eine Ziege. Bäh. Warte mal. Warte, das habe ich doch hier. Ich kann ein Bändchen machen, warte. Vielleicht wäre das ja so eine Idee, aber ich weiß nicht. Ich glaube, jetzt kannst du dich einfach draufstellen. Wo oben wärst, könntest du dich jetzt am Strauch stellen. Nico muss nur irgendwie hoch. Ne? Ja, genau. Moment, jetzt muss ich. Warte. Ah! Bleib oben. Na. Jetzt hast du das Schild wieder unten kaputt gemacht. Irgendjemand? Oder weggeschmissen? Nee. Ich muss. Okay. Muss die Kisten wegmachen. Das müsste gehen. Ja. Nee. Jetzt nicht? Oh, okay, blöd. Wenn ich das warte. Ja. Perfekt. Ja. Ja, super. Dann müssen wir hoch. Perfekt. Ah, mehr Samen für unsere Sammlung. Das muss die weiße Midsommerrose sein. Hübsch, aber nicht so hübsch wie Diamanten. Eh. Ja, ich steck das. Okay, oha. Ihr wolltet es. Eskalation. Hab's geschafft. Ihr wolltet es nicht anders. Wow. Ja, einmal drauf. Hey, da unten ist ein Tropfen. Cora, du musst hier da durch hinhängen und unten schwingen und so. Ich komme. Der Ball. Wow, war das knapp. Das war sehr knapp. Oh. Nico? Ja, hi. Bist du tot? Hab den Tropfen. Oh. Okay. Moment. Ah, perfekt zu beep. Okay, ciao. Er starb und lebte immer für die gleiche Sache. Ah, ich weiß wie. Ich stand doch auf dem Säule. Standst Gott, du auch? Ich erzählen. Komischerweise. Ja, jetzt. Perfekt. Noch bessere Idee. Du hattest. Boings. Was müssen wir denn jetzt machen? Eine Kiste auf die Gedönsdinger stellen. Und so? Ja. Ah, nee, das ging ja nicht so gut. Ah, guck mal, hallo.
Vorsicht. Wie hast du das gerade gemacht? Einfach drauf springen. Ja gut, mit zwei geht das nicht. Ich hab mich auch in die Hochge... Nico? Du bekommst den Flummi. Oha, oha, oha! Flummi, bester Mann. Oh nein! Das Schlagen vom Flummi. Wo? Oh. Ah, wir können wieder schwimmen, wie cool. Wir können tauchen. Da, 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 da. Wie sieht's mit so einem Flummi aus? Was macht er denn unter Wasser? Wir können Beachvolleyball spielen. Okay, ich bin jetzt hier irgendwo drin. Komm mal hinterher. Oh Gott, das ist ein bisschen hakelig. Aha, das Wasser muss da hoch. Ja, da brauche ich eine Kiste. Okay. Ui. Reicht das, okay, meinst du? Ich kann ihn einfrieren. Ja. Dann kannst du die Kiste draufstellen. Geh nochmal runter. Ah, oder so. Wenn er hoch, er ist nicht hoch, kannst du den hoch machen irgendwie? Warte mal, ich kann das Ding nicht mehr lösen, warte mal. Hä? Ach, da ist der Schild! Ah! Warte. Achso. Das tut aber weh, Nico. Ich könnte dir das hier anbieten. Jawollo. Oder hätte ich ihn weiter? Ich hätte ihn auf halbem Weg einfrieren müssen, gell? Nee, ich glaube. Na, geh ein bisschen zurück. Nico? Nee. Doch. Ah. Ja, ja, ja. Nein. Hä? Ich bewege mich gar nicht. Nee, ich glaube, das sind immer nur kleine Dinger, die du auf deinem Schild hast und dann ja. Ja. Warte mal, ich habe eine andere Idee. Oh. Kannst du die Kästen. Warte. Gerade nicht. Vielleicht sollte ich ein bisschen tiefer einfach einfrieren, Leute. Ich kann... Nico, guck mal jetzt. Ja. Oder so. Nein. Ich habe wieder ein Bärchengesicht. Jetzt komm schon. Oh, meine Güte. Was ein Ding. Okay. Perfekt. Mhm. Okay. Leg da mal was drunter. Auf die Leiche gelegt. Auf die Leiche gelegt. Also sogar dich selbst. Da oben war noch was. Da oben war noch was? Ja. Komm noch mal hoch, da war glaube ich ein Fläschchen. Echt? Ja, guck, da oben ist noch ein... dickes Fläschchen. Oh, sehr schön. Gut, diese. Wow. Vorsicht. Eben. Nein. Okay. Darf ich?
Okay. Oh, ich hab schon. Super. Nee, Nico, das wird so nix. Nee. Doch, das wird sowas. Ich gehe einfach aus dem Weg. Okay. Okay. Ich weiß vielleicht. Nee. Bauen wir mal hier zwei Kisten hin, bitte. Erstmal das. Ungefähr so. Perfekt. Ja. Und hier die letzte Blume. Die orange Trollkugel. Oh. Trollkugel? Die Blume sieht gar nicht aus wie ein Troll. Ein Troll. Perfekt. Ah, wir müssen da irgendwie hoch, ne? Mhm. So. Danke, Cora. Bitteschön. Oh, für euch getestet. Ja, toll. Stiftung Warentest. Immer. Ja, man muss auch erstmal wissen, was alles nicht geht. Ja, das geht. Hui. Hey, hallo. Hallo, Herr Igel. So gütig. Ich kann euch nicht genug danken. Wenn ihr den Albtraumprinzen sucht, ich glaube, er ist unterwegs zu den Seen des Nordens. Die Helden beherzigten den Rat des Igels und folgten dem Weg zu den Seen des Nordens. Der Prinz war weit und breit nicht zu sehen, doch sein Einfluss im Wald war gründlich zu spüren. Wohin auch immer unsere Helden den Prinzen verfolgten, erwachten die Albträume der Waldbewohner zum Leben. Und damit sehen wir uns dann in der nächsten Folge. Vielen herzlichen Dank fürs Zuschauen. Bis dann. Tschüss.